Nee, scheiße, wir müssen aber nochmal durch die ganze Fabrik durch. Ach, kacke. Das hat er natürlich sehr schön designt mit der Kanone, weil so komme ich ja nicht mehr wieder da zu den Kranplätzen, die verdichtet werden müssen, zurück. Nein, ich muss andersweitig zu den Kranplätzen, die verdichtet werden müssen. Es ist ein bisschen nervig bei dem Level, das ist wieder so ein Schlauchlevel. Aber ja, das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Und für alle Leute, die sich wundern, falls ich den Part nicht gecuttet habe oder sonst irgendwie, ich werde den Part cutten. Wahrscheinlich werdet ihr es dann auch in der Aufnahme sehen, deswegen ist es eigentlich komplett sinnlos, dass ich es euch als Zuschauern sage. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich das ganze Ding hier am Stück aufnehme, weil ich weiß nicht, wie lang der Bowser-Fight werden wird. Und ja, das macht, glaube ich, für die letzten Parts dann doch irgendwie Sinn. Und es macht auch Sinn, einen Rückwärtssalto in die Lava zu machen. Irgendwie, warum auch immer Mario das gemacht hat, aber ich fand's witzig. Er macht schon wieder, aber diesmal nicht Mario, nein. Nein, das darfst du nicht machen. Ich möchte nicht noch einen kaputten Logitech-Controller. Schmeiß ihn auf den Boden. Nee, das mache ich jetzt nicht. Da habe ich zu viel Angst, dass der wirklich noch eine Macke bekommt. Auch wenn der neu ist. So Manuel Neuer. Hallo? Ach nee, das war Marcel Dames. Marcel Dames plötzlich Manuel Neuer. Das wäre aber auch ein geiler Plot-Twist. Oh Gott. Stell dir das mal vor. Ich dachte, dass ich bei Marcel da bin, aber in echt bin ich Manuel Neuer. Also es würde mich schon etwas schockieren, wenn sich das irgendwann rausstellen würde, weil das wäre schon so ein Plot-Twist, mit dem hätte ich wirklich nicht gerechnet. Na? Ja, ich stelle mich gerade sehr blöd an. Ark! Ark! Gier. Ah. Okay, jetzt hab ich's. Alles klar. So, und dann jetzt auf zu den Cocks. An den Cocks müssen wir immer vorbei irgendwie. That's what she said. Aber das flasht mich halt echt, dass der Weg, wo ich eigentlich dachte, das wäre gar nicht der Mainstream-Weg, dass es doch der Mainstream-Weg ist. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier in meinem Übermut. Ich bin beinahe über die Kante gefallen. Kant. Kant. Ja. Dein Lieblingsphilosoph, by the way, Flauschi, oder? Nein, ah, nicht mein Lieblingsphilosoph. Ganz egal nicht. Flauschi war es doch über Schopenhauer. Stimmt, oder? Schon. Ja, Schopenhauer war es. Ja. Spricht man denn eigentlich Schopenhauer oder Schopenhauer aus? Schopenhauer. Okay. Mit einem langgezogenen O. Schopenhauer. Wolkenhamann. Was meinst du, was all diese Philosophen zu unseren Let's Plays sagen würden? Glaubst du, die finden das sinnlos oder ist das ganz witzig für die? Wie soll ich sagen? Also ich... gute Frage eigentlich. Ja. Naja, ich denke, das hat schon mit der Persönlichkeit eines jeden Philosophen zu tun. Und da ich jeden Philosophen nicht kannte... Kant. Der musste sein, es tut mir leid. Das ist cool. Ja, ich kann das leider schwer beurteilen. Okay. Vielleicht. Ja, ich weiß nicht, so Kant als Let's Player oder YouTuber allgemein. Stell dir mal vor, der macht dann so News wie Le Floyd oder irgendwie so. Oder hat eine Schuhsammlung wie ApoVet. Das wäre doch auch super. Also ich weiß nicht. Es hat schon Potenzial, finde ich. Oder wenn sie Fußball spielen. Oh Gott, der eine Monty Python Sketch. Genau. Also, Fußballspieler Philosophen, ne? Ui, geil, der Gabelstapler Ben hat mich direkt auf eine rote Münze geschmissen. Das ist lieb, danke Gabelstapler Ben. Dann bist du ja auch mal von Nutzen gewesen in diesem Let's Play. Kein Problem. Nee, ach du bist der Gabelstapler Ben. Nein. Solange es nicht Gabelstapler, Staplerfahrer Klaus ist. Stimmt, aber eigentlich hätte ich den so taufen müssen, ja. Ja, ich weiß nicht, wie der offiziell heißt, ich hab's immer noch nicht nachgeguckt. Aber diese Wurfviecher in Super Mario 64. Ich habe einen davon Gabelstapler Ben getauft und vielleicht stimmt es ja, weil die heißen ja auch Kugel Willi und Banzai Bill und hast du nicht gesehen. Hast du nicht gesehen ist übrigens mein Lieblings Super Mario Charakter. Nein, es ist nicht Krankfried, sondern hast du nicht gesehen. Den gibt's ja, das ist offiziell. Okay. So. Gut. Wir bewegen uns jetzt auf den nächsten geheimen Stern zu. Ah.
wenn ich denn was sehen würde bei der Kameraperspektive. So. Jetzt hat aber. Jetzt hat klar. Umlauter. Umlauter, oh Gott. Das ist unlaut. Übrigens, da muss ich auch sagen, ich hasse all die ganzen Leute hier auf Discord oder einen großen Teil, weil alle sagen, es heißt unlauter. Ja, natürlich heißt es. Ja, ich weiß, im deutschen Sprachgebrauch heißt es auch unlauter, aber bezogen auf den einen Poop von. Ach, wie hieß denn da nochmal? Scheiße Wasser Returns, genau. Oh, ich sehe auch schon die Schwierigkeit hier bei diesem Custom Parcours hier. Der ist schon ein bisschen merkwürdig, aber das kriegen wir auch hin. Nee, aber da verstehe ich immer, dass der Paschulke sagt, das ist unlaut. Also ich höre noch nicht mal das ER raus. Und alle anderen hören irgendwie das unlauter raus. Ja, ich höre unlauter. Ja. Okay. Das kann, da gibt es irgendwie sein. So ein A, irgendwie so ein bisschen mit dem Dialekt, so ja, unlauter. Von der, ja, von dem T her auch. Hm, okay. Man atmet ja immer danach aus. Also ich höre es nicht heraus. Oh, und ich sehe auch, dass die letzte Challenge sehr, sehr schwierig sein wird. Und nein, Katze, Katze! Okay. Wow. Kurze Pause gerade mal, aber auch nur... ja, Katze, ich weiß, du kommst jetzt auf meinen Schoß. Ach, alle dabei, sogar die Katze. Ja, ja. Die wieder hoch. Ja. Okay. Ja, ich weiß. Alter, Challenge. Das ist aber gerade wirklich wie so ein Berserker. Ich werde hier regelrecht belagert und der so, ich will da rauf, weißt du, so. Der, ja, das kenne ich. Ja, das vorher. Ist schlimm. Katze, und jetzt will er nicht hochgehoben werden. Und die Feuerwehr kommt auch noch. Hilfe. Tatütata. Vielleicht hat die Katze die ja gerufen, ne? Ja, ich merke es gerade. Katze, du... So, Alarm! 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 Okay, es ist gerade sehr ungünstig. Meine Katze liegt auf dem Mikrofonkabel und sie will sich auch nicht bewegen lassen, weil es ein stures Mistvieh ist. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage über dich, Kater, aber. Ja. Nee. Wo ist denn jetzt das Kabel? Ach, nein, du sollst dich auch nicht da in der Bettdecke verkrallen, die ich zu meinem Schutz auf dem Schoß habe. Ach, Kater! Praktisch, wenn man nur Kaninchen hat. Sei froh, dass du deine Kaninchen hast, Flauschi. Oh Gott, diese ja, Katze. Ja, ich bin froh, dass ich ihn habe. So, ich muss mal echt nachzählen im Part, wie viele Minuten das sind, die ich jetzt mit der Katze verbracht habe. Wahrscheinlich, wie viele wütende Zuschauer deswegen jetzt ausgeschaltet haben, weil Vorfall kümmert sich nur um so eine Kackkatze hier. Ja, es tut mir leid. Kackkatze ist halt Katze ist wichtiger. Katze ist wirklich wichtiger gerade, ja. Das... Hey, Schnucki. Hauptsache, du hast es bequem und... Störst mich nicht weiter, dann können wir Man alle... Katzencamp. Ich will eine Katzencamp oh, haben. Oh, das wäre super, wenn das ginge, ja. So, Kater, jetzt musst du mich aber hier spielen lassen, ohne mein Knie in irgendeiner Art und Weise zu drangsalieren. Okay. So, und jetzt kommt der härteste Sprung aller Zeiten. Naja, wobei. Das ist... Ja. Das ist der umständlichste Sprung aller Zeiten. Aber sobald wir den geschafft haben, haben wir es geschafft. Also fast geschafft, wir müssen ja noch Bowser töten, aber... Ach, Mann. Und erst die drei Hinweise sammeln. Und die drei Hinweise sammeln, genau. Flauschi, du hast es gefasst. Ich hab... Ich... Ja! 130 Sterne. Schön. Wir haben die 100%. Wir haben blau und schlau gelöst. Ja. Ja. Ach, geil. Die 100%. Oder eher... Und jetzt müssen wir nur noch Bowser kloppen. Ja, geil. Bowser kloppen. Huhu. Mit Katze. Ja, es ist Green Stars, demnach wahrscheinlich eher grün und kühn. Mhm. Wer von euch möchte dicker Bowser in Anlehnung an Yari rufen? Nein. Ich glaube, das sollten wir nicht machen, aber... Dicker Bowser. Aber es wird jetzt passen, weil ich habe eine. Ja, keine dicke Katze auf meinem Schoß, aber eine Katze. Fette Katzen für den Weehawk. Fette Katzen für den Weehawk. Mhm. Aber so ging das, oder? Genau. Ja, ich denke schon. Das war ein schönes Video auf Shadows Zoll 1305. Ja. Ja, das Original von ist aber auch gut.
weil ich die Melodie erkenne. Ah. Und jetzt lädt er gefühlt nur noch Streams hoch. Weil ich keine Zeit habe. Naja, er ist auf Live-Let's Plays umgestiegen, ne? Ja. Oh, ich bin gerade den falschen Kistenberg hochgestiegen, aber das macht ja nichts, das macht es ja nur für mich einfacher. Dachte ich. Ja, nein, aber gucken wir mal, ob wir jetzt den Bowser schaffen. Ich hoffe, es spielt eine gute Bossmusik. Ich habe irgendwas gelesen von Sonic irgendwas, also... Sonic Boom, Sonic Boom. Ja, also garantiert Sonic Boom. Save the planet from disaster. So, dann speichern wir nochmal hier auf alle Safe Slots ab. Ja, das hört sich immer lustig an dann. Aber ja, okay. So, jetzt kann uns keiner mehr das nehmen. Jetzt sind wir direkt bei Bowser. Ohne dass wir Schaden nehmen natürlich. Und dann geht's los auf Soos. Denn ich lieb Kos, meinen Schoß. Du Burger-Götzer, Sohn Mario? Well, that's fine, defeating you and winning a little adventure is at the top of my to-do list. You won't be able to defeat me now, I've become much more powerful. Ich hab den Dialog mal vorgelesen. So, jetzt stirbt Mario, du kleine Fotze. Okay. Außer hat eine To-Do-List. Anscheinend. Laut Kampel schon. Mario wird sich wahrscheinlich denken, dicker, dicker Bowser, dicker, dicker Bowser. Okay. Okay, wie viele Flammenwerfer-Feuerkugeln hat er da jetzt reingebaut? Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt... Also bis jetzt sieht die Stage noch sehr gut aus. Ich habe alle Flammen abgeblockt, die es abzublocken gibt. Und jetzt muss ich einfach nur den Bowser wie auf gewohnt lame Art und Weise durch die Gegend schleudern. Dass Bowser ja einen Schleudertrauma bekommt. Ja, genau. Denn dafür sind Safe States ja da, damit man beim Final Bowser cheatet. So! Saddam, Gay Bowser. Nein, das finde ich nicht okay. Dann machen wir das mal wieder etwas cooler. Speichern auch schon mal gerade ab. Und dann haben wir den ersten... Haben wir den ersten Treffer schon mal so weit hinbekommen, haben Bowser auch gleich beim Schwanz geparkt, beziehungsweise beim Schweif. Ja, Karte, ich weiß, das ist schön, ne? Das war der erste Streich, zweite Folge zugleich. Ja, es ist diesmal angenehmer als bei Marvel Adventure, das ist schon mal gut. Auch keine Künste. Ja, ich weiß, Karte, ja, ich beachte dich. Nee, alles gut. So. Wir sind auch in Reichweite der nächsten Bombe. Okay, alles klar. Au, oh, ups. Ich habe ein bisschen Schaden genommen. Aber dadurch, dass du das System hier relativ gut abusen kannst, sieht alles soweit ganz gut aus. Haben wir die Bombe da hinten schon? Ja, ich sehe es jetzt gerade nicht, weil ich mich so drehe. Deswegen, wir feiern einfach at will. Nein, das sieht nicht danach aus. Ich glaube, wir haben die Bombe da hinten schon. Wir gucken mal, ob wir die da hinten erreichen. Nein, aber das sieht schon mal gut aus. Beziehungsweise, was wir mal machen könnten. Oder, warte mal. Ah, wobei, so sehe ich es ja auch. Ja, okay, gut. So, dann tun wir ihn mal hier hin. Wir tun ihn mal hier noch ein bisschen näher an die Kante ran. Kant, Kant, Kant. Irgendwie so. Ist dieser Part sehr verkantet. Das stimmt. Und auch sehr lame, muss man dazu auch sagen. Ja, Karte, ich weiß. Ich tue jetzt gerade ja, hier also den dicken, dicken Bowser in die Fresse hauen. So, warte. Also wenn dieser Part lame ist, das wird sowieso jeder bei Rüdiger schauen. Das stimmt, denn Rüdiger macht wahrscheinlich auch den besseren Bowser-Fight. Macht er halt wirklich, weil ich glaube, Rüdiger ist zu ehrlich dafür. Und ich bin einfach nur so, ich state mich durch und, und ich tue den Bowser immer dann am Schweif packen, wenn er keine Chance hat aufzustehen. Das ist schon gemein von mir, ich weiß. So. Oh, das ging aber sehr gut. Also mittlerweile habe ich echt Übung da drin, diese Bowser-Passagen zu meistern. Sehr schön. No.
Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Okay, gut. You've beaten me, Mario. Ah, nee, warte mal, ich muss ihn ja so sprechen wie vorhin. You've beaten me, Mario. How could I have not planned for this situation? Well, there's nothing I can do now, but just go back into hiding. You've gained back all those Queen Stars that I stole. So unfair. Well, I'm heading off now. I have a tight schedule. I will be seeing you again soon, I hope. Bahahaha. Wow. Einfach nur wow. Und da ist auch der finale Grünstern. Also technisch gesehen eigentlich der 131. Stern in dem Hack. Aber schön, aber das ist Green Stars zu Ende. Ja, und ich hatte gerade ein bisschen Panik gehabt, weil ich habe nochmal gesafestatet, nur für den Fall der Fälle, falls noch was kommt. Aber ja, das ist es. This is it, Luigi. Okay, Green Stars vorbei. You tschüss. Won. Ja, geil. Sehr gut. Perfekt. So, ich bin wieder da. Okay, geil. Bowser ist gerade besiegt worden. Das ist schön. Ja. The world is at peace again und... Warte mal, hat uns E-Dragon jetzt verlassen, oder? Nee, das ist wieder da. Er ist wieder da, okay, gut. Oh, und wir landen sogar in der Oberwelt bei Queen Stars. Okay, dann funktioniert die Cutscene. Okay, die wirkt etwas merkwürdig. Also ich weiß, dass bei der Extreme Edition, oder was allgemein bei 74 so, oder? Ne, ich glaube bei der Extreme Edition, dass wenn die Cutscenes gelaufen sind, dann ist man während den Cutscenes draufgegangen. Nee, aber in dem Fall nicht irgendwie. Wieder Level wieder ich guck jetzt einfach mal. Okay. Okay, Peach tut sich auf die erste Oberwelt herabsenken. Gucken wohin. Ob er das bedacht hat? Ich steck im Dach fest, sie glitscht sich durch das Dach. Da sind zwei Toads neben mir. Im Boden, also so in den Wänden vom Dach. Und Mario stolziert auf dem Dach. Okay, das sieht sehr witzig aus. Wir sehen eine Mauer. Weiß noch gar nicht mehr damals, Mario. Was mit dem Ende irgendwie was machen kann. Mario, go fish! Oh ja. Ja, geil, Sternenhimmel, cool. Der Toad wieder auf der Wand glitt, ey, so dumm. Und das ist ein Stück von Prinzessin Peaches Kleid. Oh, Kussszene. Ja, Luftkuss. Ins Nichts. Here we go, ja, für nichts. Ja, genau, back mal einen Kuchen, Peach, das möchte ich sehen. Der Kater, das ist, der guckt gerade auch gespannt zu. Man sieht übrigens nur das Dach. Eine verwaschene Textur vom Dach. Mario. Das ist doch ein schönes. Okay, Sinn. Ja gut, jetzt sieht man den Sternen. Ach du Scheiße, er hat es halt echt nicht gut editiert gehabt. Aber gut, es ist zumindest schon mal interessant, dass es funktioniert. Oh, aber in den Leveln funktioniert die Kamera anscheinend. Super Mario 64, The Missing Stars. What? Ja, das ist glaube ich ein bisschen... Boah. Das ist aber glaube ich bei jedem Hack irgendwie. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Frauber hat es gemacht. Ja, Frauber hat sehr viel gemacht bei dem Hack und you died. Geil. Ich glaube... Okay, Frauber hat alles gemacht und wir sind gestorben. Heftig, ey. Ja, das war Queen Stars. Nö, du hast das Spiel nicht durchgeschafft. Du bist gestorben. Ja, ich bin gestorben, genau. Du hast die ganzen Crys nicht gesehen. Ja. Offensichtlich, nicht heftig. Durchgespielt. Ja, 25 Secret-Sterne, alle Kurse geschafft. Wir haben den Bowser geschafft. Oh, ich bin befreit. Nie wieder über Kampel aufregen. Es ist noch nicht gesagt. Wir haben ja noch bei Marvel Adventure theoretisch ein paar Sterne, die ich aber nie machen werde. Wobei ich niemals das Wörtchen nie sagen sollte, aber ja. Und nicht, dass er auf einmal einen neuen Hack macht und oh du den Gott. Auch wieder spielst. Bitte nicht. Und wenn er einen neuen Hack macht, dann bete ich dafür, dass er aus den Fehlern von Marvel Adventures gelernt hat. Also, wir müssen jetzt keinen weiteren Fazit-Part machen. Wir haben ja schon gewissermaßen Fazit gemacht im letzten Part, vor zwei Parts, je nachdem, wie ich das Ganze cutte. Also insofern, ja. Also, falls ein Nachfolge-Hack kommt, hoffe ich einfach nur, dass er sich an die guten Seiten von Queen Stars und Marvel Adventures hält. Denn es hat mir durchaus auch Spaß gemacht, das ganze Projekt zu featuren. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei Rüdiger. Das habe ich ja schon beim letzten Mal mehr oder minder gemacht. Aber hier nochmal offiziell wirklich danke nochmal, Rüdiger, auch für den geistigen und moralischen Support. Und auch natürlich danke an meine lieben, werten Zuschauer hier, die mich über das Projekt hinweg begleitet haben. Diese 5 da?
diese fünf, aber auch die anderen, die dabei waren. Da werden ja zum Beispiel auch Linda, Alufe, Jasquina, noch viele andere. Elkoplast war ja auch dabei gewesen. Wolli. Ich schau mal. Also da waren sehr viele Leute auf jeden Fall dabei gewesen. Natürlich auch euch, die jetzt hier dabei sind. Muss ich mich auch bedanken. Bei dir Buchstabensalat, bei dir Eatfang, bei dir Gameboy. Oh ja, Gameboy. Nein, also muss ich mich wirklich auch bedanken. Und auch natürlich beim lieben Flauschi Pauschi, mit dem ich es endlich mal geschafft habe aufzunehmen. Oh, das ist immer noch mein größter Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Neben... Ich bin der Wichtigste. Ja, das ist wirklich so super. Ah, ich finde das schön. Musikalische Nutzung. Ja, genau. Perfekter wäre es nur gewesen, wenn noch Gaudiman mit dabei gewesen wäre, weil Gaudiman bester Mann, aber ja gut, das weiß ja jeder. Aber auch danke an den Gaudiman, obwohl er in keinem Projekt, glaube ich, dabei war. Nee, war nicht, leider. Na, war nicht. Ja. Und ich sag auch danke, dass ich dabei sein durfte, es war immer sehr spaßig. Danke dafür, Buchstabensalat. Ja, dem schließe ich mich an, also. Danke dafür, Freut mich auch, dass er nur am Ende dabei sein konnte. Ja. Ich bedanke mich, dass ich jetzt hier beim Finale dabei sein konnte. Das war sehr schön. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu sehen. Oh, weißt, aber wir haben einen vergessen. Warte mal, da drängt sich noch jemand ins Bild. Oh. Oh Gott, das war ziemlich am Anfang von Aufnahmen. Mhm. Herzlichen Dank, Steffen, ne? Geht doch, ja. Okay, gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Projekt. Ja, schreibt es in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Falls ihr was bei mir sehen wollt. Randomizer Nuzlocke Challenge. Okay, okay. Flauschi hat's gesagt, die Randomizer Nuzlocke Challenge wird irgendwann weitergehen. Demnächst muss man gucken, wann. Ja, falls man noch meine alte Randomizer Nuzlocke Challenge kennt, die wird weitergehen und es wird super. Okay, bis dann. Ciao. Thank you so much for watching my Let's Play! Gay.
Tschüss. Ciao. Nö. Oh Mann, warum wieder nö, ey? Das war schon so gut bei Just Quinner, aber jetzt noch hier. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Nö. Nö, nicht. Ich will auf den Button drücken, Mann. Ich will jetzt beenden. Drück auf den Button. Du schaffst es. Nö. Mann, weißt du doch, wer es jetzt gehört hat, aber...